werde beginnen. Also noch einmal ein herzliches Willkommen. Wir starten unsere Sendung wieder neu, hoffen, dass es keine Zwischenfälle mehr gibt. Wir gehen in unserem Thema vor, das Reich Gottes lässt auf sich warten. Wie angekündigt, werden wir hier eine Fortsetzung unseres Themas machen, das wir das letzte Mal oder jetzt schon einige Male in unserem Thema haben. Es geht um die Verzögerung der Hochzeit, um die Verzögerung des Reiches Gottes gleichzeitig, nicht nur in neutestamentlicher Zeit, sondern auch schon in alttestamentlicher Zeit. Und heute werden wir uns besonders einen Bereich anschauen, was nicht nur die Bibel dazu sagt, sondern auch wie adventistische Theologie die Bibel versteht in Bezug auf dieses Verzögerungskonzept, obwohl es in unseren Reihen und unter Christen generell gerade zu diesem Thema eigentlich eine große Verwirrung gibt, eine große Unsicherheit, wollen wir uns doch Klarheit verschaffen mit dem, was wir aus der Bibel darüber erfahren können. Ich darf euch einladen, dass wir mit einem Gebet beginnen und dass wir diesen Abend in die Obhut Gottes stellen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar, dass du uns diese Möglichkeit wieder schenkst, dass wir über diesen Weg dein Wort miteinander betrachten dürfen. Ich möchte dich bitten, dass du auch die Technik funktionieren lässt, dass es möglich ist, dass wir diesen Abend gestalten können, ohne Störungen, Herr Jesus. Wache du darüber in deinem Sinne und sei mit allen, die jetzt dabei sind und die die Sendung auch nachhören werden, dass sie das rechte Verständnis dabei gewinnen können, dass sie dem folgen können, was wir gemeinsam überlegen wollen und dass jeder Einzelne sich auch Klarheit darüber verschafft, was du uns durch dein Wort über die Aufrichtung deines Reiches zu sagen hast, wie du es geplant hattest und was daraus in der Geschichte dieser Welt bis heute geworden ist und was in Zukunft noch daraus werden wird. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist führen möchtest und segne unser Betrachten und sei mit uns und bei uns in Jesu Namen. Amen. Gut. Wie schon angekündigt vorhin, werden wir uns heute zunächst einmal mit einem interessanten Zitat beschäftigen, das ich euch aus diesem Buch vorlesen möchte und das wir dann auch etwas näher betrachten wollten. Und das ist der englische Bibelkommentar der Adventgemeinde. Es ist nicht nur ein Band, sondern es gibt 10 Bände in englischer Sprache, ein Kommentar, der quasi vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung ein ganz wortwörtlich, also ein Vers für Vers Kommentar ist, wie es adventistische Theologie versteht. Und in diesem Kommentar sind natürlich nicht nur Deutungen zu finden, wie wir es Adventisten verstehen, sondern wie es auch andere Christen verstehen, bestimmte Abschnitte der Bibel, Bibelteile, Prophezeiungen und Gleichnisse oder Lehren Jesu, die Apostelbriefe und so weiter. Also ein sehr interessantes Werk, wo man nachlesen kann, was so allgemein in der christlichen Theologie über die verschiedensten Bibelabschnitte zu sagen ist und was speziell dann auch die adventistische Sicht ist. Und dann ist es auch so, dass in diesem Buch auch immer wieder die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten drinnen sind, die zeigen, dass auch innerhalb der Adventgemeinde nicht immer zu einem und demselben Lehrpunkt und zu einem und demselben Bibeltext oder zu einer und derselben Prophezeiung immer die gleichen Ansichten herrschen. Das heißt, der Kommentar hat verschiedene Meinungen zusammengetragen, dort wo es verschiedene Meinungen gibt, in unseren eigenen Reihen, und stellt sie oft nebeneinander, zeigt dann aber, was schwerpunktmäßig der große Trend der Auslegung ist,
Aber man gibt auch hier zu, dass man noch nicht in allen Punkten, in allen Details der biblischen Fragen und auch der prophetischen Texte vor allen Dingen eine einheitliche Sicht hat. Das fordert aber heraus, das soll uns alle herausfordern, dass wir sagen, wo wir merken, dass wir noch unterschiedliche Positionen haben, unterschiedliche Auslegungen haben, da sollten wir alles daran setzen, dass wir dann auch zu einer einheitlichen Sicht kommen. Und der Geist Gottes ist uns ja verheißen, die Bibel verheißt uns ja, dass Gott die wahrheitsliebenden Menschen zur Einheit des Glaubens führen wird. Und dafür hat Gott auch der Gemeinde Gaben gegeben. Und wir sollten auch von diesen Gaben Gebrauch machen. Wir sollten auch um diese Gaben bitten, dass Gott uns schenkt. Und dass wir auch selbst die Gabe des Geistes bekommen, dass wir auch durch diesen Geist fähig werden, die Bibel zu verstehen. Oder wenn andere sie uns erklären, wenn andere sie uns auslegen, dass wir auch die Fähigkeit haben und dass wir uns von Gott die Weisheit erbitten, dass wir auch unterscheiden können, ob das eine richtige oder eine nicht richtige, unkorrekte oder eine korrekte Auslegung ist, die man gerade wahrnimmt. Und ich möchte euch einladen, dass ihr das auch bei mir macht. Ich vermittle euch einerseits das, was ich so an verschiedenen Auslegungen kenne, innerhalb der Adventgemeinde, aber auch außerhalb der Adventgemeinde, in der protestantischen oder katholischen oder in anderen Gemeinschaften. Denn überall kann der Geist Gottes wirken und es ist nicht von vornherein auszuschließen, dass andere Christen vielleicht nur Dinge lehren, die vielleicht nicht stimmen, sondern Gott hat immer auch außerhalb des Volkes Gottes Menschen gehabt, die er mit seinem Geist ausgerüstet hat und ihnen auch Erkenntnisse der Wahrheit geschenkt hat, manchmal mehr als im eigenen Volk. So war es jedenfalls auch in Israel manchmal. Ja? Gut, also heute Abend beginnen wir mit einer Aussage, die ich euch kleinweis Satz für Satz etwas vorlegen möchte. Und zwar aus dem Bibelkommentar, aus dem 7. Band in dieser Serie des englischen Bibelkommentars auf der Seite 729. Und zwar geht es dort um eine Einführung in die Offenbarung im Neuen Testament. Wir werden uns heute nicht mit Offenbarung beschäftigen, wir werden nicht direkt noch auf dieses Thema hingehen, aber im Laufe unserer Abende werden wir dann auch dorthin kommen. Und zwar das, was ich euch jetzt vorlesen möchte, in einem längeren Zitat, das ich aber in mehrere Teile aufteilen möchte. Für die, die im Chat sind, werde ich das jetzt auch gleich ins Fenster stellen. Und zwar geht es hier um einen Kommentar, der im Zusammenhang steht mit dem ersten Kapitel der Offenbarung. Wenn ihr das erste Kapitel der Offenbarung einmal aufschlagt, da wird uns gleich in der Einleitung zur Offenbarung eine interessante Aussage gemacht über das Ziel und die Herkunft der Offenbarung. Und zwar heißt es hier, dies ist die Offenbarung, gleich in Offenbarung Kapitel 1, Vers 1, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und darauf möchte ich jetzt die Betonung legen. Das heißt, die Offenbarung beginnt damit, sie wurde vor 2000 Jahren geschrieben. Und es wird hier in der Einleitung schon gesagt, dass wir es hier mit einer Offenbarung zu tun haben, in der Gott den Gemeinden damals, den sieben Gemeinden, an die wurde ja dann die Offenbarung im Speziellen geschrieben, dass Gott diesen sieben Gemeinden und darüber hinaus dann allen späteren Christen, ja, und Menschen auf dieser Erde ganz generell zeigen wollte, was in Kürze geschehen soll. Und wir alle wissen, dass jetzt diese Kürze bereits schon 2000 Jahre dauert und das Ende, von dem in dieser Offenbarung steht und von der Wiederkunft, von der wir auch am Ende dieses Buches dann lesen und von den ganzen Ereignissen, die der Wiederkunft Jesu lange Zeit und auch unmittelbar vorausgehen und inzwischen vorausgegangen sind, ja, sind inzwischen schon 2000 Jahre vergangen. Das heißt, eine lange Zeit und man stellt sich die Frage, wie hat wohl Jesus Christus oder wie hat Johannes hier, der das niedergeschrieben hat,
das zu verstehen gehabt, wenn er in seiner Vision dort auf Patmos von Gott den Hinweis bekommt, dass ihn Gott jetzt zeigen würde, was in Kürze, das heißt in nächster Nähe, in nächster Zeit geschehen soll. Natürlich werden wir wissen, dass das, was Johannes hier geschrieben hat, hat damals begonnen, als er seine Vision hatte. Und zum Teil, die Offenbarung ist ja so um etwa 95 bis 98 nach Christus gegeben worden, wo Johannes als Gefangener auf Patmos war unter dem Kaiser Domitian in der großen Christenverfolgung damals. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich schon 100 Jahre Geschichte des Christentums abgespielt, von der Geburt Jesu über seine Menschwerdung, also von der Menschwerdung weg bis zu seiner Taufe und dann seinen 3 Jahren Dienst und Verkündigungszeit, dann sein Tod und seine Auferstehung etwa um 30 nach Christi. Das heißt, 70 Jahre, etwa 65 Jahre nach der Auferstehung Jesu ist die Offenbarung erst geschrieben worden und bis dorthin sind schon 65 Jahre gegangen, in der die Gemeinde schon vieles von dem erlebt hat, was der Johannes erst im Nachhinein geschaut hat. Das heißt, wenn wir die Offenbarung lesen, ist es nicht nur so, dass die Offenbarung nur etwas offenbart, was ab 100 nach Christus geschehen wird, also wo Johannes gelebt hat. Auch wenn es hier steht, was in Kürze geschehen soll, wird jeder, der die Offenbarung studiert, wissen, dass hier auch Erklärungen drinnen sind, die auch schon in die Vergangenheit gehen, schon in die Zeit, wo Jesus geboren wurde. Ihr könnt das zum Beispiel in einem besonderen Kapitel, im Kapitel 12 in der Mitte der Offenbarung lesen, wo der Johannes da dieses Weib mit der Sonne bekleidet sieht, den Drachen sieht und die Frau, die da schwanger ist und in Kindesnöten schreit. Und dann wird dieser Frau ein Kind geboren, der alle Völker sollte weiden mit eisernem Stabe. Und dieses Kind wird dann nach Kapitel 12, Vers 5 entrückt zu Gott und seinem Thron. Das heißt, wir haben hier, dem Johannes wird hier ein Ereignis gezeigt, das eigentlich schon 90 Jahre oder 95 Jahre vor seiner Zeit geschehen ist. Das soll zeigen, dass eben die Offenbarung, dass nicht alles, was in der Offenbarung steht, erst ab dem Zeitpunkt in die Zukunft geschaut wird, wo Johannes dann gelebt hat. Ich denke, jeder, der sich mit Offenbarung beschäftigt, weiß das auch, aber um des rechten Verständnisses willen wollen wir das auch sagen. Und wenn man möchte, wird man auch finden, wenn man die Offenbarung richtig verstehen will, dann gibt es in der Offenbarung auch viele Informationen über die Zeit im Alten Testament. Denn es werden viele Bilder aus dem Alten Testament genommen. Und wenn man die verstehen will, muss man natürlich auch die Geschichten hinter diesen Bildern verstehen. Und so greift eigentlich die Offenbarung auch zurück und fordert grundsätzlich jeden Leser auf, auch das Alte Testament zu studieren. Und wenn wir das Alte Testament nicht verstehen und nicht studieren und im Alten Testament die ganze Geschichte nicht kennen, dann werden wir auch in vielen Punkten uns sehr schwer tun, die Offenbarung richtig zu verstehen. Und deshalb ist es auch erlaubt und ist es auch, nehme ich mir auch dieses Recht heraus, oder das Recht heraus, dass wir im Alten Testament uns noch weiter bewegen. Denn ihr werdet merken, bevor wir dann zur Offenbarung hingehen kommen werden, wo wir dann weiter unseren zukünftigen Elia im Auge haben wollen, dass all das, was wir jetzt darüber im Alten Testament studieren, dass es das eine große Hilfe sein wird, dann auch für die Zukunft, der wir entgegengehen und für Texte, die die Offenbarung dann bezüglich der Zukunft beschreibt. Gut, das heißt, dieser Bibelkommentar und den Kommentar, den ich euch jetzt da mal ausdrucksweise in einem ersten Satz hineingelegt habe, in das Chat, steht also in diesem adventistischen Bibelkommentar zu der Frage, wie ist in der Offenbarung zu verstehen oder überhaupt in der Bibel, auch im Alten Testament zu verstehen, wenn da immer davon die Rede ist, dass der Tag des Herrn bald kommt, dass das Gericht bald vor der Tür steht. Und das ist im Alten Testament so und im Neuen Testament so. Und jetzt hier diese Aussage in diesem Bibelkommentar Band 7 auf der Seite 229. Da heißt es hier sehr interessant,
Und das, was ihr hier lest, das war die adventistische Sicht von unseren Theologen, die in den 50er Jahren, also dieser Kommentar hat das Datum 1955, 56, wo er herausgegeben worden ist. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt hatten die kompetentesten Theologen, die an diesem Bibelkommentar gearbeitet haben, folgende Ansicht über die Verzögerung der Aufrichtung des Reiches Gottes, von dem wir jetzt schon einige Zeit in diesem Zusammenhang mit unseren alttestamentlichen Prophezeiungen über den Elia und den göttlichen Plan im alten Israel, was wir hier in diesem Buch darüber finden und was man damals in den 50er Jahren offiziell in der Gemeinde darüber gedacht hat. Und da heißt es hier in diesem Text, an jedem der verschiedenen kritischen Zeitpunkten der Geschichte dieser Welt hätte die göttliche Gerechtigkeit verkündigen können, es ist geschehen. Und Christus hätte kommen können, um sein Reich der Gerechtigkeit einzuweihen. Ich glaube, dieses Zitat ist wert, dass wir uns es genau anschauen und uns fragen, was haben damals adventistische Theologen hier aussagen wollen, zum Unterschied dessen, was wir heute darüber in unseren Reihen hören oder wissen oder wie man damit umgeht. Auch das werden wir im Laufe unseres heutigen Abends und dann auch in den nächsten Abenden noch sehen. Das heißt, dieser Kommentar sagt, dass Gott in der Geschichte der Vergangenheit die göttliche Gerechtigkeit an jedem kritischen Zeitpunkt, an verschiedenen kritischen Zeitpunkten dieser Welt verkündigen hätte können, es ist geschehen. Und Christus hätte kommen können, um sein Reich der Gerechtigkeit einzuweihen. Und die erste Frage, die wir an diese Aussage stellen wollen, ist die, was meinten die Schreiber hier und die Kommentatoren, die Theologen hier mit den kritischen Zeitpunkten, mit den verschiedenen kritischen Zeitpunkten der Geschichte dieser Welt? Meinten sie hier kritische Zeitpunkte nur in neutestamentlicher Zeit oder meinten sie hier auch kritische Zeitpunkte in der alttestamentlichen Zeit? Die göttliche Gerechtigkeit hätte verkündigen können, es ist geschehen. Da wollen wir uns die Frage stellen, und die Theologen haben mir hier ein Zitat angegeben, es ist geschehen, und jetzt seid ihr gefordert als Bibelgläubige, wo findet ihr in der Bibel die Aussage, es ist geschehen? Was meint diese Aussage, zu welchem Zeitpunkt in der Geschichte ist diese Aussage getätigt worden von irgendjemandem, von irgendeiner Stimme, wer war hinter dieser Stimme, der gesagt hat, es ist geschehen? Um euch auf die richtige Fährte zu führen, achtet darauf, die Schreiber dieses Kommentars sagen hier nicht, die göttliche Gerechtigkeit hätte verkündigen können, es ist vollbracht, sondern es ist geschehen. Warum dieser Unterschied? Wenn ich euch fragen würde, wann hat die Stimme gerufen oder wann hat eine Stimme gerufen, es ist vollbracht, dann werdet ihr alle wissen, dass das eigentlich die Stimme Jesu am Kreuz war. Kurz bevor er seinen Geist seinem Vater übergeben hat, da hat er gesagt, es ist vollbracht. Und dort steht auch dieses Wort, ihr könnt es im Johannesevangelium finden, im 19. Kapitel, im Vers 30, Johannes 19, Vers 30, dort werdet ihr die Aussage finden, es ist vollbracht. Aber in diesem Zitat, dieses Bibelkommentars hier, suchen wir ein Wort, wo gesagt wird, wo eine Stimme sagt, wo die göttliche Gerechtigkeit verkünden hätte können, es ist geschehen. Wann war das? Wann hat jemand diese Stimme gehört? Wann hat jemand diese Aussage gemacht? Das war nicht irgendwann im alttestamentlicher Zeit irgendwo, sondern das ist eine Aussage, die ihr in der Offenbarung findet, interessanterweise. Und zwar in Offenbarung Kapitel 16, Vers 7. Oder 17, Entschuldigung. In Offenbarung Kapitel 16, Vers 17. Schlag mit mir auf. Dort kommt diese Aussage im Zusammenhang mit der siebenten Plage.
Wir wissen, dass die Offenbarung hier in Kapitel 16 die Zeit der letzten sieben Plagen schildert, die über diese Erde gehen werden. Diese Erde hat seit dem Sündenfall viele Plagen erlebt. Und es wird einmal, wir erinnern uns an die Plagen, vielleicht wenn wir Zahlen nennen, an die 10 Plagen in Ägypten, aber das waren lange nicht die ganzen Plagen oder die ersten Plagen, die über irgendein Land oder über die Erde gegangen sind. Wenn wir von den Plagen reden, dann müssten wir eigentlich alle Plagen, die die Menschheit seit dem Sündenfall getroffen hat, sprechen. Und diese Plagen haben sich erweitert und sind immer mehr und mehr und unterschiedlicher geworden. Und einmal wird es zu letzten sieben Plagen kommen. Und davon ist hier in Offenbarung 16 die Rede, wie diese letzten sieben Plagen ausschauen werden als Höhepunkt von plagenhaften Entwicklungen, die die Weltgeschichte bisher gesehen hat. Und dann kommt es in diesen sieben Plagen, dann irgendwo dann auch einmal zur siebenten, das heißt zur letzten Plage. Und da heißt es hier ab Vers 17, und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft, und es ging aus eine große Stimme aus dem Tempel vom Thron, die sprach, es ist geschehen. Und hier habt ihr das Wort, auf das unsere Theologen hier in den 50er Jahren Bezug genommen haben, in diesem Zitat. Ja? Sie sprechen also hier nicht von Jesus am Kreuz, wo er sagte, es ist vollbracht, sondern sie sprechen hier von diesem, es ist geschehen, das wir jetzt noch erst in der fernen oder in der nahen Zukunft haben. Ich denke schon, dass wir sagen können, in der nahen und nicht in der fernen Zukunft, wie es bisher vielleicht 2000 Jahre gedauert hat, so wird es sicher nicht mehr dauern. Und jetzt achtet, wie diese Aussage, die wir jetzt hier gelesen haben, zu verstehen ist. Jetzt sagen diese Brüder, dass die göttliche Gerechtigkeit schon längst, schon an verschiedenen kritischen Zeitpunkten der Geschichte der Welt, also in der Vergangenheit, verkünden hätte können, es ist geschehen. Und Christus hätte kommen können, um sein Reich einzurichten. Das heißt, dieses Geschehen hier in Kapitel 16, Vers 7, bei der siebten Plage, das wird ja unmittelbar ein Geschehen sein, das vor der Aufrichtung des Reiches Gottes erst vom Himmel erschallen wird. Diese Aussage, es ist geschehen. Wie können dann jetzt hier die Brüder sagen, dass das schon längst in den verschiedenen kritischen Zeitpunkten der Geschichte der Vergangenheit sein hätte können? Das können nur Leute sagen, die absolute Überzeugung sind, dass die gesamte Weltgeschichte einer großen Verzögerung ausgesetzt ist. Und dass die ganze Weltgeschichte schon längst ihren Abschluss gefunden haben könnte. Das heißt, wir sind nicht die Einzigen und nicht erst jetzt, die auf diese Weisheit kommen und auf diese Einsicht kommen, die viele unter uns in Unruhe versetzt haben in den letzten Jahren, dass man so etwas sagen kann, weil man ja sofort, wenn man über sein Thema spricht, auf die Prophezeiungen hinweist und sagt, es ist ja nicht möglich, denn Gott hatte einen Zeitplan, er hatte schon diese langen Zeiträume, wenn wir an die 2300 Abend und Morgen denken, an die lange Zeitweissagung, die sich erst 1844 erfüllen sollte. Wenn Gott solche Zeitweissagungen gegeben hat, wie kann dann jemand sagen, dass sich die Weltgeschichte schon längst vorher abspielen hätte können und das Reich Gottes schon längst aufgerichtet werden hätte können. Ihr merkt, da haben wir einen großen Widerspruch, wo wir uns dann auch Gedanken machen werden müssen, ja, wie sind denn diese Theologen, die hier in den 50er Jahren diesen Kommentar geschrieben haben, mit diesen Zeitweissagungen dann umgegangen, wenn sie sich gewagt haben zu sagen, das hätte schon längst sein können. Das heißt, die siebente Plage, ganz konkret jetzt gesagt, wird hier nach dieser Aussage so gedeutet, dass diese siebente Plage und alle Ereignisse, die mit der siebten Plage in der Zukunft erst sein werden, sich schon längst hätten vorher abspielen können. Wie ist das gemeint? Meint der Kommentar, dass tatsächlich die sieben Plagen, wie wir sie jetzt in Zukunft haben, schon Jahrhunderte vorher oder vielleicht schon drei, vier Jahrtausende vorher sich abspielen hätten können? Oder könnte es sein, dass in einer solchen Auslegung auch der Gedanke nahe liegt,
dass diese ganzen Plagen, wie sie jetzt in der Zukunft auf die ganze Menschheit hereinbrechen werden, überhaupt gar nie hätten müssen die Menschheit treffen. Das ist eine Möglichkeit. Ob das so ist, werden wir uns gleich anschauen und werden wir weiter behandeln. Ich setze dieses Zitat jetzt fort und gebe euch eine weitere Aussage ins Chat. Ja. Und zwar geht der Satz jetzt so weiter: Schon vor langer Zeit hätte Gott seinen Plan zur Erlösung der Welt zur Reife bringen können. Das ist die direkte Fortsetzung. Ich muss jetzt das euch hineingeben. Ja, hier ist es. Das ist die direkte Fortsetzung zu dem oben Zitat. Es ist eigentlich einfach eine Fortsetzung des Satzes. Was sagt diese Aussage? Dass Gott schon lange Zeit hätte seinen Plan zur Erlösung der Welt zur Reife bringen können. Ja, was meint man damit, mit dieser langen Zeit vorher? Das nächste Wort dazu, da steht jetzt hier, wie Gott Israel die Gelegenheit bot, den Weg für sein ewiges Königreich auf Erden vorzubereiten. Erstens, als sie sich in dem verheißenen Land niederließen, und wiederum zweitens, als sie vom babylonischen Exil zurückkehrten. Da werden jetzt zwei ganz konkrete historische Ereignisse in diesem Zitat genannt, von unseren Theologen in den 50er Jahren also, wo sie der Überzeugung sind, dass Gott schon lange seinen Plan zur Erlösung der Welt zur Reife bringen hätte können, und zwar das erste Mal wird hier angedeutet, hätte es sein können, der Weg dafür direkt vorbereitet werden können, als sich Israel in dem verheißenen Land niederließen. Meine Frage, als ich dieses Zitat gelesen habe, war natürlich, warum eigentlich erst, wenn man schon so von einem solchen Konzept der Verzögerung spricht und der Möglichkeit der früheren Aufrichtung des Reiches Gottes auf dieser Erde, warum dann erst nach der Wüstenwanderung, nach der 40-jährigen verzögerten Wüstenwanderung in der Wüste Sinai? Was für Überlegungen sind da, dass man erst dort das erste Mal einen historischen Umstand nennt, wo das Reich Gottes hätte aufgerichtet werden können? Wenn wir dabei gleichzeitig an die Texte denken und an die Aussagen denken, die wir das letzte Mal in unserem Thema von Ellen White gelesen haben. Und es ist sehr interessant, auch dieses Zitat, das ich euch das letzte Mal gelesen habe, steht eigentlich in einem dieser Kommentare zum ersten Buch Mose kommentiert. Erinnert euch, ich habe euch dieses Zitat vorgelesen aus dem Bibelkommentar, aus dem roten Bibelkommentar, Seite 18, wo Ellen White gelesen hat, wenn die Menschen schon vor der Sintflut mit Gott zusammengewirkt hätten, dann hätte es kein Anbeter gegeben, sondern die Menschen hätten den Willen Gottes getan, sie hätten seinem Gesetz gegenüber gehorsam sein können, ich zitiere hier noch einmal dieses Zitat, und durch Gehorsam hätten sie die Erlösung gefunden. Und das lange vor der Sintflut. Und das ist für mich ein sehr interessanter, eigentlich ein gewisser Widerspruch. In demselben Bibelkommentar wird Ellen White zitiert, wo aus einem Zitat heraus, aus dem erkenntlich ist, dass Ellen White schon der Überzeugung war, dass schon vor der Sintflut die Erlösung der Welt zur Reife gebracht werden hätte können, wenn es nicht zu diesem steten Abfall der vorsintflutlichen Welt und zu diesen Kain-Anbetern gekommen wäre. Das heißt also schon wesentlich früher. Und wenn wir dann weitergehen, wir haben ja das letzte Mal, ich erinnere euch, ich habe euch aus diesem Buch von John Bolin, er ist ja ebenfalls dieser Meinung, dass auch nach der Sintflut durch Noah noch einmal die Welt vor einer Situation stand, wo eigentlich die Erlösung dieser Welt, die Wiederherstellung des verloren gegangenen Paradieses zur Reife gebracht werden hätte können.
Also das sind alles Hinweise, wo man nicht erst sagen kann, dass das erste Mal, wo die Möglichkeit bestand, dass das Reich Gottes aufgerichtet werden hätte können und die Hochzeit stattfinden hätte können, erst nach dem Auszug aus Ägypten, das heißt also etwa 1000, über 1000 Jahre nach der Sintflut erst stattfinden hätte können. Wenn wir alle Aussagen, die wir also in diesen Bibelkommentaren finden, sowohl von den Theologen als speziell dann auch die Aussagen, die wir von den Weit kennen, dann kommen wir eigentlich hier zu diesem Konzept, das ich schon seit einiger Zeit versuche darzustellen, dass wir es mit einer Verzögerung der ganzen alttestamentlichen und neutestamentlichen Geschichte zu tun haben. Man muss also fragen, warum wird in diesem Zitat, in diesem Bibelkommentar zur Offenbarung eigentlich diese ganze Zeit vor der Sintflut und dann auch die Zeit von der Sintflut bis Abraham, bis Mose, ja, übersprungen? Wir müssten ja fragen, wie viele Möglichkeiten hätte es denn da nach in dieser neuen Welt, nach der Sintflut, wo Gott ganz von vorne begonnen hat, wie viele Möglichkeiten hätte es denn da gegeben, dass die Welt schon schneller zum Abschluss kommt? Aber ein Sündenfall nach dem anderen ein Sündenfall hat den anderen abgelöst und die Menschheit hat aus den Folgen der Sünde, aus den Folgen des Ungehorsams, wie wir sehen, einfach nichts gelernt. Und nicht nur die Ungläubigen haben nichts gelernt, sondern auch die Gläubigen, die es in dieser Zeit gegeben hat, die ja auch immer wieder zahlreich waren, aber ständig es zu einem Abfall kam und ständig zu einer Vermischung mit Ungläubigen, so dass Gott seinen Plan eigentlich nie wirklich so durchführen konnte, wie er es hätte wollen. Könnt ihr vorstellen, meine liebe Freunde, versuchen wir uns jetzt Gott selber vorzustellen, Jesus vorzustellen, der im Himmel ist und vom Himmel her die ganze himmlische Welt herunterschaut auf diese Erde und hier auf dieser Erde eigentlich ein Narrenhaus beobachten muss. Eine Menschheit, die ständig dabei ist, dieselben Fehler zu machen. Gläubige Menschen, die immer dabei sind, aus den Fehlern der Gläubigen der Vergangenheit, die auch immer wieder zum Abfall gekommen sind, nichts zu lernen. Und diesem Gott immer wieder zu misstrauen und seine Gesetze in Frage zu stellen, ob sie wohl gut sind, ob sie wohl haltbar sind, ob es nicht besser ist, dass wir nach unseren eigenen Wegen wandeln und dass der Mensch nach seinen eigenen Lüsten und Vorstellungen wandelt. Und der liebe Gott muss vom Himmel schauen, Jesus muss vom Himmel schauen, die Engel schauen vom Himmel und müssen traurig zusehen, wie ein Elend, ein Verbrechen nach dem anderen in dieser Welt geschieht und wie ein Abfall nach dem anderen auch unter dem Volk der Gläubigen stattfindet. Eine traurige Geschichte eigentlich. Und dann wäre es eigentlich verkehrt, dass wir dann sagen, ja, es war nicht anders möglich. Es war erst so spät möglich, dass Gott seinen Plan irgendwo angefangen konnte zu verwirklichen. Und ich gebe euch jetzt diesbezüglich einige interessante Zitate. Und zwar, ich habe hier ein Skriptum, Handbuch Propheten. Das ist ein Skriptum, ich habe nur einen Auszug von diesem Skriptum, das hat auch über 100 Seiten. Dieses Skriptum verwendet zum Beispiel Heinz Scheidinger in seinem theologischen Unterricht in Bogenhofen für die Theologiestudenten. Und alle Theologiestudenten, die bei Heinz Scheidinger im Unterricht sind und das Fach Propheten haben, werden mir bestätigen können, dass sie diese Unterlagen, Handbuch für Propheten, von ihm ausgehändigt bekommen. Und das ist ein sehr ausführliches Handbuch, mit allen möglichen Erklärungen, wie wir alttestamentliche Propheten zu verstehen haben. Angefangen von Mose, vom ersten Buch Mose bis zum Sacharja. Und in diesem Buch, in diesem Handbuch, ja, also in diesem Skriptum, habt ihr gleich auf den ersten Seiten nach dem Inhaltsverzeichnis eine deutsche Übersetzung von einigen Texten aus dem Bibelkommentar Nummer 4. Also das ist dieser Bibelkommentar
aus dem ich euch jetzt, nicht der Bibelkommentar, das ist der Band 7, ja, der Band 7, und aus demselben Bibelkommentar, Band 4, Seite 25 bis 39, gibt es hier in diesem Bibelband eine sehr deutliche Schilderung dieses ursprünglichen Planes, den Gott mit Israel hatte im Alten Testament zur Aufrichtung des Reiches Gottes. Und hier haben wir das, in diesem Kommentar ist das in Englisch, und Bruder Knott, den vielleicht manche von euch kennen, der hat das vor vielen Jahren schon übersetzt, ins Deutsche übersetzt, und Heinz Schädinger hat diese Übersetzung in diesem Handbuch für Propheten übernommen. Das heißt, als Einleitung zu den Propheten. Und ich gebe euch jetzt einige Sätze ins Chat hier. Den ersten Satz, den ihr dort als Kommentar findet, womit dieser ursprüngliche Plan praktisch eingeleitet wird. Und zwar könnt ihr da diesen ersten Satz in diesem Handbuch für Propheten lesen. Da steht zum Beispiel, oder da steht jetzt dieser erste Satz: Mit der Berufung Abrahams begann Gott seinen Plan in die Tat umzusetzen, nach welchem Israel zu einem Segen für die ganze Welt werden sollte. Und da wird 1. Mose 12, Vers 1 bis 3 zitiert und dann auch ein Kommentar von Ellen White aus Patriarchen und Propheten, Seite 104, und Propheten und Könige, Seite 259. Also in diesem Kommentar, in diesem Konzept über den Plan A, den Gott mit Israel hatte und dann auch mit seinem Messias natürlich, das wird auch da drinnen irgendwo behandelt, werden auch Ellen White Zitate verbunden. Und jetzt erlaubt es mir, dass wir etwas über diesen einen Satz nachdenken, mit dem Hintergrund dessen, was wir jetzt schon über den göttlichen Plan zur Errichtung des Reiches Gottes in vorsintflutlicher Zeit schon jetzt in der Zwischenzeit wissen. Hier wird gesagt, mit der Berufung Abrahams begann Gott seinen Plan in die Tat umzusetzen, nach welchem Israel zu einem Segen für die ganze Welt werden sollte. Ich habe mir bei dieser Aussage auch wieder die Frage gestellt, warum meint man eigentlich, dass Gott erst seinen Plan in die Tat umzusetzen versuchte, seinen Plan der Erlösung und der Wiederherstellung, das meint es ja letztendlich auch in diesem Konzept, erst mit der Berufung Abrahams begonnen hat. Das, was wir vorhin gesehen haben, widerlegt das eigentlich schon, dass Gott seit dem Sündenfall eigentlich immer wieder mit der Berufung von gläubigen Menschen, von besonders gläubigen Menschen, beginnen wollte, seinen Plan der Wiederherstellung und der Erlösung dieser Welt von allem Leid und von den Folgen der Sünde umzusetzen, also umsetzen wollte. Das heißt, mit Abraham kann man nur sagen, hat Gott wieder begonnen. Wenn da hier das Wörtchen wieder hineingefügt wäre, dann hätten wir hier vielleicht eine besser verständlichere Aussage. Dass Gott mit der Berufung Abrahams wieder begann, seinen Plan in die Tat, seinen Erlösungsplan in die Tat umzusetzen. Und diesmal war es der Plan, ein Volk zu formen, ein Volk zu haben, das zu einem Segen für die ganze Welt werden sollte. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass Gott diesen Plan schon mit Abel hatte, mit Adam nach dem Sündenfall, dass er diesen Plan auch mit Henoch hatte dem Sündenfall und in der siebten Generation nach Adam. Henoch war doch genauso ein gläubiger Mann wie Abraham. Ja, wir müssen eigentlich sagen, wahrscheinlich war der Henoch noch viel gläubiger wie der Abraham, denn Gott hat ihn belohnt damit, dass er in den Himmel genommen hat. Und Henoch, von dem wissen wir, der hat auch viel gepredigt, er wandelte mit Gott und hat damals viele Menschen versucht, mit Gott zu versöhnen und zur Umkehr zu führen. Der Himmel wird uns einmal erst offenbaren, wie viele Menschen und wie viele Nachkommen aus der Predigt des Henoch im Himmel sein werden. Also hat Gott auch durch Henoch
seinen Plan in die Tat umgesetzt und versucht, dass aus den Nachkommen Henochs Menschen werden, die ein Segen werden sollten für die ganze Erde vor der Sintflut. Und wenn wir die Chronologie im Alten Testament anschauen und bei Henoch einsteigen, dann war der nächste nach Henoch, sein Sohn, war Methuselah. Er war ein gläubiger Mensch und hatte gläubige Nachkommen. Dann kam Lamech. Er war ein gläubiger Mensch und hatte sicherlich eine gläubige Familie und hatte gläubige Nachkommen. Aus dem dann die Familie Noah kam. Und auch Noah war dann ein gläubiger Mann und hatte auch gläubige Nachkommen, zumindest in seiner eigenen Familie. Aber wir wissen, dass es letztendlich nicht nur wirklich 8 Menschen waren, die bei der Sintflut noch als Gläubige über auf dieser ganzen Erde existiert haben. Wir können nur davon ausgehen, dass 8 der Gläubige diese Sintflut überlebt haben. Aus den Aussagen von Ellen White wissen wir, dass Ellen White sagt, es haben viele Menschen bei Noah mitgearbeitet, um die Arche zu bauen. Viele gläubige Menschen und viele starben auch triumphierend in ihrem Glauben. Das heißt, es gab da auch eine gläubige Nachkommenschaft. Vielleicht war diese Nachkommenschaft, die da war, eine Zeit lang größer als die Nachkommenschaft Abrahams, die man als Gläubige bezeichnen konnte, nach etwa 200-300 Jahren. Ja? Wenn man die Geschichte Abrahams und seiner Nachkommen anschaut, die Geschichte Jakobs und seiner Söhne, dann muss man sagen, wie viele Gläubige sind denn dann noch übrig geblieben von den Nachkommen Abrahams, als die Nachkommen Jakobs dann nach Ägypten gezogen sind. Das waren ja auch nur 70 Leute, die da übrig geblieben sind aus dieser ganzen Nachkommenschaft seit Abraham. Das hätten doch auch viel mehr sein können. Und überall entdecken wir, dass eigentlich schon in dieser vorsintflutlichen Zeit auch es Menschen gab, durch die Gott seinem Segen für die ganze Welt werden lassen wollte. Der Noah sollte ein Segen werden in seiner Verkündigung für die ganze Welt. Und wir haben das letzte Mal ein Zitat gelesen, wo wir erkannt haben, wenn die Menschen auf Noah gehört hätten, hätte das zu ihrem Segen werden können. Hätte die Sintflut gar nicht kommen können. Gott hätte die Sintflut, das Gericht der Sintflut rückgängig machen können und es nicht kommen lassen müssen. Da reden wir nicht von einer Science-Fiction-Theologie, meine Lieben. Das ist Realität. Dem sollten wir real in die Augen schauen. Das heißt, wir können nicht sagen, dass Gott erst mit Abraham irgendwann einmal lange nach der Sintflut begonnen hat, seinen Plan der Wiederherstellung also fortzusetzen oder überhaupt zu beginnen. Jetzt hier gleich noch ein weiteres Zitat aus diesem Buch. Der nächste Satz geht hier weiter. In Abraham hatte Gott den Mann gefunden, der durch seinen Gehorsam und durch seinen unbedingten Glauben an die göttlichen Verheißungen geeignet war, diesen Plan in die Wirklichkeit umzusetzen. Und wenn ihr euch diesen Satz jetzt wirklich gut anhört und ihn euch überlegt, dann habe ich mir auch bei diesem zweiten Satz, der in diesem Handbuch gleich ganz am Beginn steht, auch dazu wieder die Frage gestellt, kann man da wirklich sagen, dass Abraham der Erste war, den Gott in der Geschichte, der seit dem Sündenfall gefunden hat, durch den sein Gehorsam und durch dessen unbedingten Glauben an die göttlichen Verheißungen, dass nur er geeignet war, diesen Plan in die Wirklichkeit, diesen Plan der Wiederherstellung in die Wirklichkeit umzusetzen? Da können wir wieder sagen, Gott hat in Abel einen Mann gehabt, er hat in Henoch einen Mann gehabt, er hat in Methuselah, in Lamech, in Noah einen Mann gehabt, er hat nach der Sintflut in Sem einen Mann gehabt und seine Nachkommen. Wenn wir in diese Nachkommen schauen, dann werden wir dort auch einen Hiob finden, der lange vor Abraham gelebt haben musste. Und auch seine Freunde waren ja keine ungläubigen Menschen, die haben nur ein verschrobenes Gottesbild gehabt. Aber im Grunde genommen gab es da immer gläubige Menschen, von denen wir sagen können, die waren doch auch Gott gehorsam. Und durch ihren unbedingten Glauben, den sie gehabt haben, an die göttlichen Verheißungen, wären sie genauso geneigt gewesen, dass Gott den Plan auch durch sie und ihr Wirken in Wirklichkeit umsetzen hätte können. Aber
Das lag nicht nur an diesen Leuten, an diesen einzelnen Gläubigen, sondern es lag wahrscheinlich und wohl immer meistens an denen, denen sie gepredigt haben und die dann das Ganze abgelehnt haben, die dann diese Knechte Gottes, diese Propheten bekämpft haben und sie belächelt haben und sie ausgespottet haben und ihre Verkündigung als nichtig erklärt haben. Das hat sich immer wieder wiederholt. Und wir müssen ja fragen, wie hat denn Abraham durch seinen Gehorsam, durch seinen unbedingten Glauben an die göttlichen Verheißungen, wie konnte denn Gott durch diesen Glauben seinen Plan in Wirklichkeit umsetzen? Wir müssen doch sagen, dass durch die eigentlichen direkten Nachkommen Israels, durch die fleischlichen Nachkommen Abrahams, Gott bis heute seinen Plan nicht in Wirklichkeit umsetzen konnte. Dass durch das ganze Alte Testament eigentlich der Plan, wie es in diesem ersten Zitat, das wir gelesen haben, zur Erlösung der Welt konnte nicht zur Reife gebracht werden durch die Nachkommen Abrahams. Genauso wenig wie durch die Nachkommen Abels oder Henochs oder Lamechs oder Noahs oder Hiobs und so weiter. Das heißt, wir haben hier eine sehr bemerkenswerte Wiederholungsgeschichte, dass wir nicht eigentlich sagen können, dass der Abraham erst der Erste war, den Gott sich oder dessen sich Gott bedient hatte. Der dritte Satz geht hier weiter in diesem Text und ich möchte euch hier einfach aufmerksam machen, dass wir auch unsere Kommentare und Erklärungen, die zu solchen Konzepten gegeben sind, doch auch mit einem größeren Blick lesen sollten, um vielleicht doch noch zu anderen Schlussfolgerungen zu kommen, als man damals in den 50er Jahren gekommen ist. Das heißt, betone hier noch einmal, diese Aussagen hat jetzt nicht Heinz Schädinger geschrieben, sondern das sind Aussagen, die in den 50er Jahren von den namhaftesten Theologen der Adventgemeinde gemacht worden sind, als man eben diesen Bibelkommentar hier zusammengestellt hat, damit wir wissen, wovon wir reden. Auch die für jetzt vielleicht später erst dazugekommen sind. Ja. Die nächste Aussage, Gott wusste, dass Abraham diesen Geist des Glaubens und des Gehorsams auch seiner Nachkommenschaft mitgeben würde. Hat Gott erst bei Abraham das erste Mal gewusst, dass er jetzt einen Mann gefunden hat, der den Geist seines Glaubens und den Geist seines Gehorsams seinen Nachkommen weitergeben wird? Das hat doch alle gläubigen Menschen schon vor der Sintflut. Wiederhole noch einmal, Abel, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah, Hiob und in der Zwischenzeit dann sicher auch Sem und andere, die haben mir doch genauso, da Gott genauso gewusst, dass sie den Geist ihres Glaubens und den Gehorsams ihren Nachkommen weitergeben werden. Und wenn man schaut, wo ist der Unterschied? Abraham konnte seinen Geist des Glaubens und seines Gehorsams genauso wenig erfolgreich weitergeben wie die Menschen vor der Sintflut, wenn man das genau nimmt. Ja? Also was da aus der Geschichte Israels in Realität entstanden ist, sind ja wieder nur einzelne Menschen, die wir dann in der Geschichte haben, einzelne Propheten und Gottesmänner, die wir namentlich oft genannt haben, weil sie so wenige waren, von denen wir wissen, dass sie gläubig waren und diesen Geist des Glaubens und des Gehorsams auch an andere weitergegeben haben. Wie wenige Könige von Israel waren das, die aber Gott erwählte, dass sie das tun sollten. Gott hat nicht nur Abraham erwählt, sondern eigentlich jeder König, jeder Prophet war berufen, den Geist des Glaubens und des Gehorsams weiterzugeben an seine Nachkommen. Und wir merken, was ist daraus geworden. Also ich hoffe, ihr versteht mich, wenn ich diese Zitate, auch diese Kommentare zu diesem Plan A-Konzept, das wir hier in diesem adventistischen Bibelkommentar finden, dass wir das auch auf diese Weise etwas kritisch beleuchten. Und vielleicht dann doch noch zu tieferen Einsichten kommen, wie wir diesen göttlichen Plan der Wiederherstellung zu verstehen haben und warum wir tatsächlich von einer Verzögerung der Hochzeit sprechen können. Und einer Verzögerung der Aufrichtung des Reiches Gottes schon längst in alttestamentlicher Zeit, bevor es zu der Wählung der Adventgemeinde 1844 kommt,
gekommen ist, wo wir dann erst recht noch von einer Verzögerung der Aufrichtung des Reiches Gottes und der Verzögerung der Hochzeit durchaus sprechen können. Ein letzter Satz in diesem Zusammenhang, das ist allerdings nicht der letzte Satz in diesem Handbuch, ja, der als Einleitung, da gehen noch einige Sätze weiter, eine ganze Seite habt ihr in diesem, wer das, dieses Handbuch eventuell haben möchte, ihr könnt mir gern ein E-Mail schicken oder wenn ihr da etwas notiert, könnt ihr gern anfordern, ich kann euch das über PC schicken, jeder kann dieses haben und kann das dann selbst lesen. Der erste Teil ist in Deutsch geschrieben, den solltet ihr unbedingt haben, weil da gibt es diesen Plan A und das Plan B-Konzept in seiner Gänze. Und zwischendrin ist dann auch vieles Englisch geschrieben und dann wieder Deutsch. Also es ist sehr gemixt, weil die Theologen in Bogenhofen natürlich, von denen erwartet man, dass sie auch Englisch sprechen, also lesen können. Gut, schauen wir uns noch dieses Zitat an. Aufgrund dieser Wesensarten, also von Abraham, der Geist des Glaubens und des Gehorsams ist hier gemeint, aufgrund dieser Wesensarten wurde er, Abraham, also zu einem Freund Gottes. Jakobus 2,23 im Neuen Testament spricht Abraham als einen Freund Gottes an und zu einem Vater aller, die da glauben. Römer 4, Vers 11 wird Abraham tatsächlich als dieser Vater aller, die da glauben, beschrieben. Und dann heißt es hier, Gott schloss mit ihm einen feierlichen Bund mit Abraham. 1. Mose 15, 18, 1. Mose 17, Vers 2 bis 4, dort habt ihr ganz konkret an zwei verschiedenen Stellen von einem Bund die Rede. 1. Mose 15, 18, wo Gott einen Bund geschlossen hat, aber dieser Bund ist von Abraham gebrochen worden in Kapitel 16, nachdem er dann zur Hagar gegangen ist und einen Sohn mit ihr geboren hatte, von dem ihm Gott nicht gesagt hat, dass er diesen Sohn mit seiner Magd zeugen sollte, sondern mit seiner Frau Sarah. Deshalb hat aber Gott den Abraham nicht fallen gelassen. Er ist einen neuen Bund eingegangen, 13 Jahre später. Da spielt sich das Kapitel 17, Vers 2 ab. Und wenn wir im Alten Testament 1. Mose Kapitel 17, Vers 2 aufschlagen, 1. Mose 17, Vers 2, da heißt es hier, oder lesen wir gleich von Vers 1 weg, als nun Abraham 99 Jahre alt war, und da war der Ismael bereits 13 Jahre etwa alt, ja, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Das musste Gott dem Abraham sagen, offensichtlich, weil er bis dorthin noch nicht wirklich einen frommen Lebenswandel geführt hat, wie es zum Beispiel Henoch nach der Geburt seines Sohnes 365 Jahre ein Leben mit Gott wandelte. Da werden wir lange im Leben Abraham suchen, dass wir dort einen Abraham finden, der so in Frömmigkeit und in Vertrauen zu Gott auch nach der Geburt des Ismaels gewandelt hat, wie es von Henoch vor Abraham gesagt worden ist. Also das heißt, es wird wahrscheinlich schwer sein, Abraham in seinem persönlichen Glauben, in seinem persönlichen Gottvertrauen und in seinem persönlichen Wandel mit Gott mit einem Henoch zu vergleichen, von dem gesagt wird, er wandelte 365 Jahre mit Gott, so dass ihn Gott sogar belohnte mit einer Hinwegnahme. Also die Gläubigkeit der gläubigen Menschen ging da in dieser Zeit nicht bergauf, sondern eher noch bergab. Und Abraham lebte in einer Zeit von Götzendienst. Gott hatte Mühe, den Abraham, indem er ihn von Ur aus Chaldea herausgeführt hat, noch von diesem restlichen Götzenverständnis, von dem er sicher auch beeinflusst war und auch in seiner Familie, wissen wir, und seine Nachkommen ist ja der Götzendienst wieder aufgekommen. Also da war noch vieles zu tun, um diesen Abraham zu einem Mann zu machen, der wirklich den Geist des Glaubens und des Gehorsams seinen Nachkommen weitergeben konnte. Deshalb Gott, der ihm hier sagt, wandle vor mir und sei fromm. Vielleicht müsste man sagen, endlich und sei endlich fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über alle Maßen mehren. Das war jetzt eine Wiederholung eines Bundes, den Gott schon in Ur in Chaldea mit ihm geschlossen hatte. Aber offensichtlich hat Abraham diesen Bund immer wieder auch durch Ungehorsam gebrochen.
Und Gott gibt dir nicht auf. Das zeigt uns, dass Gott einen Menschen, wenn er einmal bei ihm war und wieder fällt und wieder in die Sünde fällt, dass er nicht fallen lässt. Solange der Mensch bereit ist, wieder aufzustehen und Gott sieht das Herz und er weiß, mit dem Mann kann ich noch machen, mit der Tochter, mit dem Sohn, mit dieser Frau kann ich noch etwas machen. Und ich denke, es ist nie zu spät, egal wo wir stehen, egal wie viele Dummheiten wir in unserem Leben schon gemacht haben, egal welches sündhafte Leben wir hinter uns haben, Gott gibt den Menschen nie auf. Er setzt immer wieder sein Vertrauen. Es kommt immer nur auf uns drauf an, ob wir uns von Gott gebrauchen lassen, ob wir uns immer wieder ermutigen lassen und sagen, Mensch, haben wir schon wieder Dummheiten gemacht. Gott, vergib uns, aber hilf uns, dass wir endlich fromm werden und endlich mit dir wandeln und nicht die Fehler, die auch ein Abraham immer wieder gemacht hat, sie wiederholen und das noch auf die Nachkommen übertragen. Ich habe mal eine Studie über Abraham gemacht und habe eigentlich in dem Leben Abrahams dieses Auf und Ab genauer mir angesehen. Und jeder, der die Geschichte Abrahams von Kapitel 12 bis die 20 und 22 und so weiter dahinter liest, wird draufkommen, Abraham war nicht das große Glaubensvorbild in dem Sinn, dass nicht schief gegangen ist, dass er nicht wieder Niederlagen erlebt hat, sondern er war eben auch ein Mensch wie wir und ich hoffe sogar, dass wir heute nach 4000 Jahren nach Abraham nicht solchen Fehlern verfallen, wie Abraham immer wieder auch verfallen ist. Ja. Sollte ja ein Fortschritt möglich sein. Wir haben ja Christus als unser Vorbild und nicht mehr Abraham. Abraham war damals ein Vater des Glaubens, aber der wurde durch Christus abgelöst. Und niemand hat im Neuen Testament, seit Christus auf dieser Erde war, noch das Recht, sich Abraham als Vorabraham oder irgendeinen David oder einen Salomo oder mit seinen Hunderten und Tausenden Frauen als Vorbild zu nehmen oder mit anderen Sünden, die sie in ihrem Leben getan haben. Ihr versteht, was ich meine und hoffe, dass wir das wahrnehmen, was im Hebräerbrief steht, aufsehen auf Christus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der hätte wohl Freude haben können, aber er achtete der Schande nicht und war gehorsam letztendlich bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Und das sollte eigentlich unser Vorbild sein. Und überlegt euch einmal, wenn jetzt ein Abraham ein solches Vorbild für seine Nachkommen schon gewesen wäre, na dann wäre das schon so ein zweiter Adam, von dem Pauline in seinem Buch geschrieben hätte. Und dann wäre das ein ganz ein anderer zweiter Adam, durch den Gott etwas bewirken hätte können. Und Israel, seine Nachkommen, hätten vielleicht nicht dieses Vorbild gehabt und ein besseres Vorbild. Überall können wir sehen, was eigentlich Gottes Plan wirklich war und wie Gott seinen Plan tatsächlich zu einer ganz anderen Reife hätte führen können, wenn Menschen in diesem Sinne mit Gott zusammengewirkt hätten. Das war also ein Ausflug in diese Einleitung, in diesen Kommentar zu diesem Plan A-Konzept im Alten Testament, wie es adventistische Theologen in den 50er Jahren gesehen haben. Immerhin, ja, ich denke, es wäre schön, wenn wir heute noch mehr darüber reden würden. Und es gibt heute wenige Theologen, die sich solcher Konzepte bedienen und solche Konzepte einmal wirklich ganz deutlich in die Gemeinden unter das Volk tragen, um zu zeigen, wie die Welt schon längst in einem erlösten Zustand sein hätte können, wenn Gottes Wort in der Geschichte der Vergangenheit ernster genommen worden wäre und wenn allein im Volke Gottes ein größerer Glaube, ein größeres Vertrauen zu Gott, ein größeres und besseres Wandeln mit Gott stattgefunden hätte. Gehen wir weiter nun zu unserem ersten Zitat. Ich gehe also zurück zu diesem ersten Zitat in dem Bibelkommentar Band 7, Seite 729 in dem Englischen, wo dort der Kommentar zu Offenbarung 1 geschrieben ist und das, was ich jetzt dann in Fortsetzung ich euch jetzt wieder ins Chat lege und euch vorlese hier, das sind jetzt Aussagen, die in der Offenbarung zum Kommentar geschrieben sind, wo es darum geht, dass Gott schon viel früher sein Reich aufrichten hätte können. Wir haben also vorhin gesehen, die erste Gelegenheit ist gewesen, nach diesem Zitat,
als Israel den Besitz von Kanaan eingenommen hat. Und wir wissen, dann ging die Zeit vorüber, da kam die Königszeit und alles ist runtergegangen. Gott wollte eigentlich durch die Erwählung der Könige das Reich aufrichten. Das Gegenteil ist passiert. Dann gehen sie in die babylonische Gefangenschaft. Und dort haben wir gesehen, hat der Kommentar hier gesagt, da gab es die zweite Möglichkeit nach dem Exil, der Rückkehr, dass hier noch einmal dieser Plan Gottes zur Reife gebracht werden würde. Da haben wir in der Vergangenheit genügend darüber gesprochen. Und jetzt geht der Kommentar weiter und er sagt jetzt hier, so gab Gott auch der Gemeinde in einer dritten Phase in der apostolischen Zeit das Vorrecht, den Auftrag der Evangeliumsverkündigung zu vollenden. Das heißt, hier ist man der Überzeugung, dass die dritte Möglichkeit, also nach dem Einzug Israels in Kanaan, dann nach dem Auszug aus Babylon, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, wird hier als dritter kritischer Zeitpunkt in der Geschichte der Welt die apostolische Zeit nach der Auferstehung Jesu offensichtlich, meint man hier, genannt, wo der christlichen Gemeinde damals nach der Auferstehung Jesu in der apostolischen Zeit das Vorrecht gegeben wurde, dass den Auftrag des Evangeliums, der Verkündigung in der ganzen Welt zu vollenden. Das heißt, diese Brüder waren also der Überzeugung, dass die erste Generation nach der Auferstehung Jesu, also die Generation, die Jesus damals erlebt hatte, eigentlich die Möglichkeit hatte, das Evangelium schon zu ihrer Zeit in die ganze Welt zu tragen und die Verkündigung damit zu vollenden. Ob das wirklich so ist, werden wir in unserem nächsten Vortrag dann näher sehen. Da werde ich euch einige interessante Aussagen zeigen, was auch unsere Pioniere schon nach 1844 darüber gedacht haben. Aber immerhin, solche Aussagen sind wir wahrscheinlich heute in unseren Gemeinden nirgends mehr gewohnt. Wenn heute ein Prediger über solche Dinge redet, dann kann es ihm passieren, wie es mir ergangen ist, dass man sagt, das ist ja reine Spekulation, was wir da machen. Das ist reine Science-Fiction-Theologie. Aber er merkt, offensichtlich haben Theologen damals in den 50er Jahren, und das ist ein Konzept, das auch von den Pionieren übernommen worden ist, eigentlich und auch in Übereinstimmung mit dem Weib grundsätzlich steht, dass man so damals gedacht hat. Und das ist wert, dass man darüber nachdenkt. Eine vierte Gelegenheit, heißt es hier, eine weitere solche Gelegenheit kam mit der großen zweiten Adventbewegung im 19. Jahrhundert, also vor 1844 durch die Miller-Bewegung, aber auch nach 1844 durch die Gründung und die Entstehung der Adventgemeinde. Und jetzt sagt der Kommentar hier in den 50er Jahren, doch bei allen diesen Gelegenheiten, sowohl im Alten Testament als auch jetzt in der neutestamentlichen Zeit, als auch nach 1844, bei all diesen Gelegenheiten versagte das auserwählte Volk von diesen Möglichkeiten zu profitieren, die ihnen so gnädiglich von Gott natürlich gewährt wurden. Das ist also eindeutig ein Konzept, das wir als Was wäre, wenn gewesen Konzept deklarieren können und niemand sollte in Zukunft eigentlich, und niemand sollte, der sich mit diesem Thema etwas beschäftigt, je noch mit diesem Konzept eines Was wäre, wenn Konzept irgendwo ein Problem haben. Als Adventist schon gar nicht, wenn wir in unseren eigenen Reihen solche theologischen Konzepte haben, die hier in solchen dicken und umfangreichen Bibelkommentaren zu finden sind. Aber lasst mich auch jetzt über diese Aussage doch etwas nachdenken. Wir müssen uns fragen, war jetzt tatsächlich nach dem babylonischen Exil, nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft, das war ja um 600 oder um 536 vor Christus schon, war in diesen 600 Jahren nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft tatsächlich erst
nach dem Kommen Jesu, nach der Auferstehung Jesu, die nächste, die dritte Möglichkeit, dass Gott sein Ziel mit der Lösung dieser Welt zur Reife hätte bringen können. Und ich denke, das, was wir jetzt in den vergangenen Vorträgen über dieses Thema schon gesagt haben, das widerspricht dem voll und ganz. Denn all das, was wir schon gelesen haben, müssten wir sagen, die nächste Gelegenheit nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft war doch ganz eindeutig zur Zeit des Johannes des Täufers, als er von Gott berufen wurde, das Volk Israel noch einmal zu bekehren, noch einmal zu sammeln. Er wurde ja als Prophet Elia vorausgesagt, der das Herz der Väter zu den Kindern bekehren sollte und das Volk Gottes vorbereiten sollte für das Kommen des Herrn. Und dieses Kommen des Herrn sollte ja geschehen in einer ganz anderen Form. Wenn das Volk Israel nämlich sich vorbereitet hätte, wenn sie die Botschaft des Johannes des Täufers angenommen hätte, dann wäre doch auch die Geschichte Jesu ganz anders gelaufen. Und wir wissen wieder, dass es auch wieder nicht an diesem Mann Johannes des Täufers lag, dass Gott sein Ziel, die Welt und Israel vor allen Dingen zur Erlösung zu bringen und in Israel das Reich Gottes aufzurichten, das dann sich über die ganze Welt ausbreiten sollte, dass es nicht am Unglauben und an einem Abfall von Johannes dem Täufer lag, sondern an denen, die seine Botschaften ablehnten und ihn verwarfen und ihn letztendlich töteten und letztendlich auch dann die Botschaft Jesu nicht annahmen. Denn das war dann gleich die zweite Gelegenheit, da hätten wir also schon eine vierte Gelegenheit. Nach der Wüstenwanderung, nach dem Auszug aus Ägypten, zur Zeit des Johannes des Täufers, und nachdem das dort gescheitert ist, und wir haben ja diese Texte schon gelesen, Jesus selber hat gesagt, sie haben mit ihm getan, was sie wollten. Und dasselbe haben sie dann gemacht mit Jesus, der ihnen noch einmal eine Gelegenheit gegeben hat. Und als er vor Jerusalem stand, vor seinem Auszug, wie hat er dort geweint über Jerusalem und zum Ausdruck gebracht, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt wird. Und in Lukas 19 haben wir diesen Hinweis, wo Jesus über Jerusalem geweint hat und wo Lukas die Worte Jesu berichtet und sagt, weil du nicht erkannt hast, die Zeit, die zu deinem Frieden dient, und dies, zu deinem Frieden, das hätte das Friedensreich, das messianische Friedensreich, noch zur Zeit Jesu sein können. Niemand war gezwungen, Jesus abzulehnen. Niemand war gezwungen, Jesus ans Kreuz zu nageln. Das war eine freie Entscheidung, die die Leute getroffen haben, weil sie gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und so hat sich auch Jesus kreuzigen lassen. Er hat sich verschmähen und spotten lassen. Und auf diese Weise hat sich Jesaja 53 und haben sich alle traurigen Prophezeiungen erfüllt, die eigentlich sich nicht erfüllten hätten müssen. Ich hoffe, dass das in der Zwischenzeit sehr klar ist, dass Gott hier einen anderen Plan hatte. Und trotzdem, nach der Auferstehung Jesus, sagen jetzt uns hier diese Theologen in den 50er Jahren, hätte es noch einmal erst recht eine Gelegenheit gegeben, dass dieser Plan innerhalb dieser Generation damals in kürzester Zeit zur Erfüllung kommt. Das heißt, ich werde euch, das passt vielleicht jetzt hier. Ich habe bei Eddie Jones eine Aussage gefunden. Ich werde euch das nächste Mal diese Aussage genauer vorlesen, das Zitat. Aber er hat davon gesprochen und er hat ein Konzept dargelegt, wie die erste Generation damals nach Pfingsten, die 120 Leute, die da getauft wurden, wie sie noch innerhalb der nächsten 20 Jahren eigentlich die Möglichkeit gehabt haben, das Evangelium in die ganze Welt zu bringen. Ja? Ich werde euch das nächste Mal dieses Zitat bringen, denn so haben unsere Pioniere gedacht. Das heißt, das, was wir heute hier machen, was ich euch hier aus diesem Kommentar vorlege, das ist absolut ein Konzept, das vom Prinzip her
in dem Verständnis unserer frühen Pioniere und auch im Verständnis von Ellen White zu finden ist. Wir werden das auch das nächste Mal noch sehen, dass das auch völlig in Übereinstimmung ist mit dem, was wir auch bei Ellen White finden. Bemerkenswert aber, wie gesagt, ist, dass der Kommentar die Zeit des Johannes des Täufers und die Zeit Jesu, das Bemühen, eigentlich überspringt. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Jedenfalls trotzdem die Möglichkeit, die dann weitergeht und immer wieder, wie dieser Text hier sagt, bei allen diesen Gelegenheiten versagte nicht Gott, sondern versagten jene, die Gott berufen hat, dieses Werk auch weiterzuführen. Ich denke, und wir haben jetzt 2000 Jahre Christentum, und wenn auch in der Urchristenzeit das Evangelium sehr schnell ausgebreitet worden ist, aber wir wissen, dass sehr schnell hat der Abfall wieder in der Gemeinde Einzug gefunden, wieder sind Menschen in die Irre geleitet worden und haben sich in die Irre leiten lassen, weil sie nicht beim Wort geblieben sind. Und meine lieben Geschwister, ich denke, wir haben ja Tausende hinter uns, wo wir erkennen können, wie wichtig es ist, dass sich jeder für sich selbst Gewissheit verschaffen müsste, ob er denn am richtigen Weg ist. Ob er das, was ihm gepredigt wird, ob er das wirklich einfach annehmen kann, blind annehmen kann. Oder ob er das zu hinterfragen hat. Ob er prüfen muss, jeden, der zu ihm spricht. Und das sollte er auch mit mir machen. Ich verlange von niemandem, dass er das alles so hinnimmt, wie ich das hier zu erklären versuche. Ich habe auch in meinem Leben schon viele Mal meine Sichtweisen ändern müssen. Ich habe 30 Jahre meiner Predigerzeit habe ich über diese Dinge, über die ich jetzt hier mit euch rede, nie gepredigt. Ein solches Konzept war mir völlig unbekannt. Das, mindestens 25 Jahre meiner Predigerzeit habe ich nie darüber in der Weise etwas gehört oder gepredigt, obwohl ich es eine Schande ist, wenn ich denke, dass das auch im Adventisten-Bibelkommentar schon längst drinnen ist. Aber ich bin auch durch Schulen gegangen, durch theologische Schulen, wo ich in meiner ganzen Ausbildung über ein solches Konzept nichts gehört habe. Wie gesagt, ich bin etwa um das Jahr, damals als ich in Bregenz war, eigentlich bin ich schon langsam auf diese Konzepte gekommen, wo ich angefangen habe, die Posaunen zu studieren und die Offenbarung zu studieren. Da ist mir immer mehr bewusst geworden, dass wir uns hier mit einer Verzögerung der Aufrichtung des Reiches Gottes zu tun haben. Und ich bin eigentlich Gott dankbar für all die Wege, die er mich da auch geführt hat, auch für all die Widerstände, die ich in der Erforschung dieser Themen zu erleiden hatte. Aber ohne Kampf kein Sieg. Und ich denke, das wird jeder erkennen, der versuchen wird, seine Bibel besser zu betrachten. Ich möchte abschließen heute Abend mit einem Text und ich möchte euch einladen, jetzt mit mir Matthäus 25 aufzuschlagen. Und da haben wir ein anderes Gleichnis, das Jesus erzählt. Und zwar, da habt ihr Matthäus 25, das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Und dann kommt auch das Gleichnis von den anvertrauten Zehntnern. Und dann kommt das Gleichnis von dem Weltgericht. Ja, schlagt auf, also Matthäus 25, das ist das Kapitel nach den Zeichen der Zeit, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen werden. Und nach diesem Kapitel schildert Jesu noch einmal in einigen Gleichnissen in diesem Kapitel 25, das sind die letzten Gleichnisse, die er hier schildert, die ganz wichtige Gedanken beinhalten und ganz wichtige Beschreibungen beinhalten, die wir alle gut kennen sollten, weil hier der Zustand der Menschen beschrieben wird, die dann einmal vor der Wiederkunft Jesu stehen werden und vielleicht dann zu denen gehören werden, die auf der falschen Seite stehen. Und letztendlich wird es da zum Weltgericht kommen und dann werden hier, wie es heißt, Schafe und Böcke voneinander geschieden. Und ich möchte, dass wir abschließend hier den Vers 31 bis Vers 34 lesen. Da heißt es: Wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit.
und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und jetzt kommt der Vers 34, achtet, was hier steht. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, die also auf seiner Rechten stehen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und ererbet das Reich, das euch bereitet ist, und da steht jetzt nicht, seit dem Tod Jesu, seit der Auferstehung Jesu, oder seit 1844 erst, seit dem Ende der 2300 Abend und Morgen erst, sondern er wird ihnen sagen, kommet her, gesegnet meines Vaters, und ererbet das Reich, das euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt. Nicht einmal erst kurz vor der Sintflut oder nach der Sintflut, oder erst als Gott Abraham erwählte und Israel erwählte als sein Volk, sondern dass das Reich bereitet ist, und da könnte man sagen, mit anderen Worten, kommet her, gesegnet meines Vaters, und nehmet teil an der Hochzeit, die euch bereitet ist, von Anbeginn der Welt an. Ich denke, diese Aussage ist klar genug, dass eigentlich niemals mehr ein Zweifel aufkommen müsste über die Frage, seit wann ist denn das Reich Gottes schon bereit? Seit wann ist denn die Hochzeit schon bereit? Und seit wann hat Gott immer wieder eingeladen, zu dieser Hochzeit zu kommen? Jesus sagt selber, von Anbeginn der Welt an. Ich denke, dieser Text kann ein zentraler Text sein, der uns leiten kann, auch weiter in diesem Thema. Und wenn die Hochzeit schon so lange bereit ist, dann ist sie erst recht bereit, auch für uns in der Zukunft. Habt mir noch einen Text notiert, in Matthäus 12, das dürfte jetzt doch ein anderer Text sein. Ja gut, das ist ein anderer Text, den ich hier habe, der passt da jetzt nicht dazu. Aber bleiben wir bei diesem Text, dass wir sagen, das Paradies, das Gott wiederherstellen wollte, stand ja damals, als Gott Adam und Eva aus dem Paradies hinausgetrieben hat, ist ja das Paradies noch auf dieser Erde geblieben. Und wenn dieses Wort, das wir jetzt gelesen haben, kommet her und ihr gesegnet meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, dann könnte man ja sagen, dann hätte ja dieses Paradies damals schon eben dieses Reich sein können, in dem die Menschen damals schon zurückkehren hätten können, wenn sie wie ein Henoch gelebt hätten oder wie ein Noah oder wie ein Elia, der dann auch lebendig in den Himmel gerückt worden ist und wie viele andere Gläubige. Aber wir wissen, Satan hat hier sein Werk getan. Und es ist ihm immer wieder gelungen, Menschen von ihrem Glauben abzubringen und andere zu hindern, überhaupt zum Glauben zu kommen. Möge Gott uns aber helfen, dass wir auch diese Dinge den Menschen deutlicher bewusst machen, dass wir sie uns selber bewusst machen und dass wir aus dieser Vergangenheit auch für die Zukunft lernen, für die nahe Zukunft. Viel Zeit werden wir nicht mehr haben, um die Welt noch mit diesem letzten Evangelium vertraut zu machen und die Dringlichkeit dieser Botschaft den Menschen nahezubringen. Gott helfe uns, und dass wir über diese Dinge weiter nachdenken. Und ich hoffe, dass auch für euch heute wieder der eine oder andere Gedanke dabei war, der euch tiefer führt und die Dringlichkeit eines ernsten Glaubenslebens uns allen vermittelt. Gott segne euch, bis zum nächsten Mal, und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, so Gott will, und wir leben. Damit verabschiede ich mich wieder und wünsche euch Gottes Segen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Gut, wenn es noch irgendwelche Gedanken gibt von eurer Seite, lasst es mich auch wissen oder fragen oder Kritik an dem, was ich gesagt habe, stehe immer zur Verfügung. Also, auf Wiedersehen. Tschüss.